In Kerpenhorrem ist im Juni Deutschlands erster grüner und CO2-freier Bahnhof eröffnet worden. Und schon jetzt hat er Mobilitätsgeschichte geschrieben, denn er wurde streng nach ökologischen Gesichtspunkten gebaut und mit umweltfreundlicher Technik ausgestattet. Und hier in diesem Architektur- und Ingenieurbüro der Deutschen Bahn wurde Horrem geplant und umgesetzt von einem Team an Visionären. Horrem ist unser Pilot für diesen grünen Bahnhof. Dort wollen wir alle Technologien, die heute auf dem Markt erhältlich sind, ausprobieren, um dann für weitere Bahnhöfe zu sehen, welche Technologien für uns Sinn machen. Das Gebäude hat eine Photovoltaikanlage, die jährlich 31.000 Kilowattstunden Strom liefern soll. Das technische Herzstück ist die Geothermieanlage. Durch die Nutzung von Erdwärme wird das gesamte Gebäude im Winter beheizt und im Sommer gekühlt. Die großen Fensterflächen nutzen das Tageslicht optimal aus. Eine künstliche Beleuchtung mit energiesparender LED-Lichttechnik schaltet sich erst bei einsetzender Dämmerung ein. Horrem wird nicht der einzige Bahnhof dieser Art bleiben. Wir planen im Moment schon an einem grünen Bahnhof für Lutherstadt-Wittenberg. Der wird im Jahr 2016 eröffnet, kurz vor Beginn der Lutherdekade. Der Bahnhof Kerpenhorrem ist Vorreiter und ein großartiges Beispiel für den zukunftsweisenden Mobilitätsgedanken. Mit modernstem ökologischen Standard und hohem Kundenkomfort.